Ja, hallo. Hier sind wir beim Strike-Modus von Battlefront 2. Und wir starten mittendrin. Okay. Gut. Das war schon mal nicht so gut. Okay. Komm, den einen bring doch jetzt endlich um. Bring ihn um. Geht doch. Juhu, das war's vom Strike-Modus. Ja, nein, also das ist der Strike-Modus und zwar müssen wir als Rebellen oder Widerstandskämpfer in dem Fall ein Artefakt beschützen und als First Order müssen wir versuchen, es zu stehlen. Sozusagen Capture the Flag-Prinzip. Und genau das werde ich euch jetzt zeigen. Diese Folge gab es schon mal, sage ich gleich dazu. Ich werde auch in den zukünftigen Videos 5 und 6 immer wieder darauf zurückkommen und in Folge 6 glaube ich sogar darüber fachsimmeln, dass ich es wahrscheinlich neu aufnehmen werde. Aber jetzt wisst ihr, dass ich es tatsächlich getan habe, weil mir das Ruckeln nicht gefallen hat. Wir werden jetzt hier also zwei ganz normale Runden spielen, einmal als First Order und einmal als Widerstand und verbuchen das einfach als Folge 3. Und zwar habe ich jetzt erst meine richtigen Specs gefunden, wenn man so will, die das Spiel angenehm machen oder beziehungsweise ruckelfrei aufnehmen lassen. Der Trick ist, ich nehme einfach in 30 FPS auf, also 30 Frames per Second und nicht in 60 wie bisher und versuche das dann im Videoconverter etwas smoother zu machen. Ich weiß, das hört sich jetzt blöd an, aber auf Deutsch gesagt, ich rendere es trotzdem in 60, weil es eben manchmal auch mit 35 schreibt. Und dann ist es eben die höhere Version und es ändert sich ja deswegen nichts dran. Es ist halt dann ein Fake 60 FPS sozusagen. Aber das ändert, ja wie gesagt, am Spielgefühl oder am Videogefühl nichts. Ich werde es auf jeden Fall so optimieren, dass man immer noch ein gutes Sehgefühl hat. Und natürlich der Mensch, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, meine Blu-ray Star Wars Rebels wird in 24 FPS aufgenommen. Und das ist wesentlich weniger und es wirkt trotzdem smooth. Falls die Fragen aufkommen, weil ich schon mal wahrscheinlich, ich hab sie schon antizipiert sozusagen, die Frage. Das Let's Play wird in deutscher Synchro sein. Okay. Ich bin tot. Falls euch nicht aufgefallen ist. Natürlich können wir das tun. Müssen wir das tun? Nein. Hui! So. Ja, Strike-Modus gibt es dann wahrscheinlich auch Maps wie Yavin und so. Das könnte ganz cool werden. Auch mit den schwarzen Sturmtruppen. Den, wie hießen denn? Death Troopern. Aus Rogue One. So, jetzt müssen wir aber langsam mal gucken, ob wir da reinkommen und das Artefakt auch mal nehmen können. Das wäre wichtig für die Aufgabe, die wir da erfüllen sollen. Wie so ein Verrückter einfach im Kreis geschossen.
Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ne? So. Bup. Wenigstens haben wir es schon mal rausgeholt aus dem Dings. Das ist doch schon mal wichtig. Oder wichtiger auf jeden Fall als alles andere. Ich kenne den Punkt da oben. Oh, aber ich habe die Bombe nicht gesehen. Soll vorkommen. Ups. Ich komme mit zu auf meinen anderen Bildschirm damit und dann tappt es immer blöd raus. Das ist nicht so toll. Aber ansonsten ist alles super. Ups. Ne, ich habe heute nämlich eine anderthalbstündige Probeaufnahme gemacht, während ich einen Film geguckt habe. Und nebenbei das Spiel gespielt habe, ob und wie, inwieweit es lecken würde mit der und der Einstellung. Es hat funktioniert tatsächlich. Es hat nicht geleckt bis zum Schluss. Obwohl auf dem zweiten Bildschirm noch ein Film lief. Ich meine, das braucht ja auch Grafik. Ich meine, nicht so viel, aber, ne? Immerhin. Und generell. Generell Ressourcen halt. Au! Stehen sie zu fünft und gucken mich an. Geil. Schön. Spürt nicht durch dich. Sarah hast rotes Schmerzen. Das war echt schwach. Dafür, dass ich die von hinten angreife. Dafür, dass ich. Es gibt keine Möglichkeit, das gut auszudrücken, oder? Nee, ich glaube nicht. Waaah! Nimm einfach mal den Rocket Trooper. Den hatte ich noch nie, also noch nicht so oft. Ich glaube aber nicht, dass man da. Nein, da kommt man nicht bis hoch. Wusste ich's doch. Aber ich glaube, der ist wahrscheinlich sehr gut, wenn man von ganz oben damit kämpft. Weil man dann weit runterfliegen kann. Okay. Das wäre nicht mal eine Idee, wenn man hier hochkommt mit dem Package Carrier. Okay, der Versuch war gut.
Nee, war er eigentlich nicht. Ich habe keinen einzigen Punkt gemacht. Aber egal. Egal. Warum auch? Ich mache das ja nicht für Punkte. Wer bin ich? Endlich habe ich diesen blöden Darth Nikoma umgebracht. Nichts gegen dich. Aber ich. Oh. Yay! Selbstcamp. Irgendwie. Und so. Selbstkill. Das wollte ich sagen. Wir können gleich wieder in Takodan ans Schloss rennen. Nein, nicht in Takodanas Schloss, sondern in Maskanatas Schloss. So rum. Okay. Die Richtung ist gut. Ja, wir haben sie schon relativ weit gekriegt. Wenn man so will. Genau, sehr gut. Ist egal, Hauptsache er hat's erstmal, weil dann wird nämlich dieses gefährliche Respawn ausgesetzt. Kommt schon, Leute, schaffen wir. Au. Das war mein Bein. Hat geknackt. Lass das bloß nicht respawnen. Ich mag Wasser, das beruhigt. Und ich mag Wasser auch, damit es meine Kehle benetzt. Jetzt habe ich auch noch verschluckt bei dem eloquenten Sprech. Ja, komm, wir tun das together. Irgendwie glaube ich da nicht dran, dass wir das together tun, aber naja, machen wir es halt. Natürlich, mit dem Rocket Launcher. Man kann es auch übertreiben. Das wird doch auch nix. Es war eine schöne Runde, wenn wir sie nicht gespielt hätten.
Okay. Okay. Ich sehe es ja ein. Ich sehe es ja ein. Wir haben gefailt. Und wir sind auch noch der Schlechteste. Naja, was will man erwarten. Aber der Darf Nico war echt gut. Ja gut, dann gleich nur eine Runde. Ich sage ja, Strike ist der aktuelle Modus, der mich noch am meisten sozusagen beschäftigt. Weil ich ihn nicht so richtig verstehe und auch nicht so richtig kann irgendwie, habe ich das Gefühl. Wir starten schon, wir sind schon wieder bei den... Ach, egal. Tatsächlich ist die Rolle ja eigentlich die spannendste, weil man ja versuchen muss, das Artefakt sozusagen hinzubringen zu dem angestrebten Ziel, dem dem Troop Transporter der First Order. Aber als Rebellen oder Widerstand muss man ja eigentlich nur die Leute daran hindern, das Paket wieder aufzunehmen. Also von daher ist das eigentlich schon die spannendste Rolle hier. Ach komm, wir spielen mal als jugendlicher Offizier. Okay. Ich habe noch nie als Offizier richtig gespielt. Was? Wo? Mein Gott. Da wird mir direkt weggeballert. Ja, wir probieren es einfach mal weiter. Ich habe die Gruppe noch, die Klasse noch nie so richtig gespielt. Komm, noch ein Stück. Dann sind wir da. Hallo? Da. Ich sehe die Maus immer nicht. Die ist, wenn das so hell im Hintergrund ist, sieht man die Maus so schlecht. Das ist nicht gut. Komm, wir haben es gleich da. Lass es nie wieder zurückfallen. Bitte. Die sind alle so gut. Es deprimiert mich. Wirklich.
Das ist keine Resistance Base. Das ist Maskanadas Schloss. Diese kleine mit den Klubschaugen. Übrigens, da ist eine Slave One. Also zumindest die Art des Raumschiffs. Das ist mir heute auch erst aufgefallen durch ein Easter Egg Video. Ist echt gut versteckt, finde ich. Das ist mir noch nie aufgefallen. Man spielt ja den Modus jetzt nicht zum ersten Mal. Spürt nicht durch dich Sarahs Todesschmerzen. So. Was hier ist doch... Oh, die Küche. Moment, was musst du essen? Oh. Ah! Habt ihr das gehört? Voll geil. Oh, cool. Wie er so geschrien hat. Ah! Hört ihr das? Ist voll deep. Das Geräusch. Das macht mich voll fertig. Wie realistisch das klingt und wie gefährlich und bedrohlich. So wie es aussehen, kann ich nicht mit einem Erfolg dienen in dieser Aufnahmesession. Echt jetzt? Wow. Wow. Das ist echt peinlich. Und ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ach, wo kommen denn die immer alle her? Das macht mich fertig. Das ist viel zu eng. Es ist nicht mein Modus. Die anderen beiden gefallen mir aktuell besser. Aber es gibt ja dann später auch andere Maps und so. Und auch für die anderen Modi. Vielleicht sind die anderen Modi auf anderen Maps scheiße dafür. Ja, es war jetzt aber auch ein weiter Weg. Muss man sagen. Oh, ich komme aber auch nicht... Ich komme nicht drauf klar, dass die mal sterben. Es gibt einfach nicht. Aber wir sind generell schlecht irgendwie. Ich meine, ich bin immer noch auf Platz 5 und ich kann nix. Ja, aber wie lang, mein Freund? Wie lang? 5 Sekunden? 6? Weiß nicht, vielleicht wird auch noch. Vielleicht muss da auch noch ein bisschen mehr Balancing betrieben werden. Das kann ich aktuell nicht beantworten. Ich würde einfach mal spontan sagen, ja. Aber immer wenn ich stärker werde, würde ich sagen, ja. Von daher. Ja. Bin total weg vom Schuss hier. Okay. Das Schild ist auch nicht alles. Bleib hier. Wir kümmern uns irgendwie darum. Ich komme immer zu von allen Seiten. Damit kann ich nicht arbeiten.
Natürlich ist es Package on the Field, warum auch nicht? Ich muss auch meinen Pop-Schutz sauber machen, ist das zum Glück aus Metall. Und daher dürfte der recht einfach zu reinigen sein. Ich rede einfach über andere Sachen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, weil mich das gerade sehr deprimiert, dass wir so dumm oder so schlecht sind oder generell einfach inkompetent. Ich finde es aber angenehm, dass ich in dem Spiel hier 72 FPS habe. Da sind mir ein paar aufploppende Sachen egal, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe immer noch keine Möglichkeit gefunden, die Grafik einzustellen. Entweder gibt es die in der Beta nicht, oder? Unsere Forces verlieren immer zu die Packages. Schon mal aufgefallen? Ja? Also, Antwort gefunden. Ich werde die Folge Strike mal irgendwann noch rausbringen. Die ich damals aufgenommen habe. Die ist nicht ganz so schlecht. Also die, da waren wir nicht so schlecht. Außerdem ist auch die Quali nicht so schlecht, wie ich jetzt immer zu hier. Ihr denkt ja, da steht das Video am Ende, die letzten 6-7 Minuten. Ist das Video mal ein bisschen. Ist das Video mal ein bisschen buggy und laggy. Aber deswegen ist das Video an sich nicht schlecht. Ich dachte mal, die ersten 20, 25 Minuten kannst du super gucken. Ohne dass du überhaupt was merkst. Und dann nimmt es halt irgendwann ab. Ich sag mal, ich bringe das Video am gleichen Tag raus wie das, nur eine Stunde später. Dann könnt ihr euch das gleich noch angucken und dann habt ihr auch den Kontext dazu. Kein Problem. Na los, jetzt aber alles geben. So Lappen, hä? Egal. Verloren. Schade. Naja, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Heute am Strike-Mittwoch. Den coolsten Tag oder die coolste Folge seht ihr dann jetzt im Anschluss, also eine Stunde später. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und viel Spaß mit dem neuen Battlefront. Und den nächsten 3 Folgen. Die sind ganz cool. Ich kenne sie ja schon. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.